Willkommen zurück zu Let's Play Yugo Pro Death Row. Wir spielen heute mal wieder mit einem neuen Deck, wie jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit immer, denn ich habe Ferien und baue gerade sehr viele Decks. Ich spiele heute mit einem Photonen-Galaxie-Augendeck und das ist eigentlich recht gut geworden. Ich habe nur gerade keine so mega gute Hand, muss ich leider gestehen. In dem Fall holen wir uns mal ein Viech, würde ich sagen. Ich weiß aber gerade noch nicht welches. Wir schauen mal. Ich aktiviere mal den Effekt, dann dürfen wir uns nämlich hier ein Galaxiemonster der Hand hinzufügen oder eine Galaxiekarte, genau. Ach genau, eine Galaxiekarte. Gut, das heißt, dass wir uns hier noch viel mehr holen können, was wir brauchen. Beispielsweise Galaxie Nuller wäre eine Idee. Dann könnte ich mir nämlich den Galaxietyranno holen. Aber der ist eher was für später, der Galaxietyranno, deswegen will ich das noch gar nicht. Und uns ein Wolkendrache, weil wir haben ja hier einen Photonendrache auf der Hand schon. Ja, im besten Fall möchte ich natürlich, dass dieses Deck auf folgendes Monster gehen. Auf folgendes Monster gehen, auf, warte, es steht ganz rechts. Wieder mal das tolle Feature, das wieder aus dem Menü rausgeht hier. Nummer 62 Galaxie Augen Urphotonendrache, weil der hat einfach mal asoziale Werte und geile Effekte. Und ja, mit dem zweimal direkt angreifen und das Duell ist beendet. Wir spielen gegen irgendein finsternes Deck, ich habe gar nicht aufgepasst, aber er hat auf jeden Fall viel zu viele Karten im Deck, das heißt, wir haben wahrscheinlich eine gute Gewinnchance. Okay, finstere Welt. Ja gut, 1400 Schaden ist nicht die Welt. Damit kommen wir klar. Wir haben Galaxieritter, das ist nice, dann haben wir nämlich jetzt das, was wir wollen. Ich würde sagen, machen es ganz einfach, oder? Ja, komm. Wir beschwören ihn, den Wolkendrachen. Wenn wir den aktivieren, dürfen wir uns nämlich ein Galaxieaugenmonster holen. Das war gerade meine Maus. Ich hoffe, ich denke dran, sie rauszumachen. Aus dem Video. Und warum dürfen wir das jetzt nicht beschwören? Okay, warum dürfen wir den nicht beschwören? Wahrscheinlich, weil er ein Galaxie-Augenmonster ist und kein Galaxie-Monster. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich habe es noch nicht so lange gespielt, dieses Deck, aber schon eine kleine Weile. Ich hoffe, da ist jetzt keine gefährliche Backrow drin. Nein, den Effekt von dem Photondrache wollen wir nicht machen. Ach, die gibt es ja auch noch. Der darf die jetzt beschwören, oder? Darf er? Ja, darf er. Okay. Dann in dem Fall Verbannung. Tschüss. War schön mit dir. Aber mit einem 4000er Monster habe ich keinen Bock zu spielen. Deswegen bam, 3000 Direktschaden. Beziehungsweise Belastungsprobe eines Reisenden. Was? Warum denn das? Ach du Scheiße, okay. Wer den nicht kennt, die habe ich selber schon des Öfteren mal eingesetzt in permanenten Fallenkartendecks. Auch in meinem ägyptischen Sphinx-Dex vor allem. Es ist so, wenn wir angreifen, müssen wir immer raten. Monster zaubert der Falle und er wählt eine zufällige Karte von seiner Hand aus. Wir müssen raten, was es halt ist. Und wenn wir falsch raten, wird unser Monster auf die Hand zurückgegeben und das ist Kacke. Ich will aufrichtig nicht wegmachen, sorry. Aufrichtig liebe ich, deswegen mache ich es lieber nicht weg. Das darf ich jetzt nicht aktivieren, das ist echt schade. Aber wir können uns jetzt ein Level 8er holen. Und können dann auf unser Monster gehen. Wollen wir das direkt mal machen? Ja, das machen wir doch, oder? Machen wir mal so. Und holen uns ihn hier. Das darf jetzt am besten nicht vereitelt werden, das wäre ein bisschen schade. Oh Mist, das ist sau scheiße, die Belastungsprobe eines Reisenden. Ich darf jetzt keinen Angriff deklarieren, oder? Mist, okay. Das ist doof. Das ist sehr doof, aber wir machen es trotzdem. Wir beschwören jetzt unser Vieh. Oder nein! Viel schlauer, viel, viel schlauer. Ich bin ja auch dämlich. Wir haben hier 1000 Viecher hier drin. Warum sollten wir uns denn das nehmen? Wir können uns genauso gut Heliopolis nehmen und den richtig hart in den Arsch wecken hier. Die beiden zwei Karten kann er sich sonst wohin stecken. So.
Kommt natürlich darauf an, was er jetzt noch da liegen hat. Beziehungsweise er kann natürlich auch einen Effektverschleierer haben, was auch ein bisschen ärgerlich wäre. Wir könnten jetzt direkt töten mit dem Aufrichtig, aber ich habe Angst, dass da eine Spiegelkraft oder so liegt, deswegen lassen wir es und gewinnen safe. Und habe ich recht gehabt? Nein, ich habe nicht recht gehabt, ich bin ein Idiot. Okay. Nichts Neues, dann greifen wir direkt an. Er hat 2000 Life Points. Ja, das Grundprinzip des Decks habe ich mittlerweile ganz gut raus, aber ich muss noch ein bisschen spielen, um mich da wirklich gut reinzufinden. Ich arbeite gerade im Übrigen an einem neuen DevPro-Format, was man so, denke ich, kennen sollte von den übrigen DevPro-YouTubern und so. Wo ich halt Decks vorstelle, ein paar Replays zeige und dann am Ende quasi die Deckliste einblende. Sowas in der Art. Wie genau ich das mache, weiß ich aber noch nicht, deswegen da arbeite ich gerade dran. Ich habe schon ein Probe-Video gerade erstellt mit Pinguinen. Und da habe ich schon gewonnen, okay. Und das nächste Video wäre dann halt mit Photon quasi. Aber diese Videos werden erst in einigen Wochen erscheinen, wenn überhaupt. Das wird sich dann zeigen. Vielleicht mache ich auch spontan einfach mal so eins rein. Wir werden sehen. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Das ging recht schnell. Ja, ich denke, wir werden dieses Deck nochmal sehen im Let's Play. Ich finde es ziemlich cool, weil die Galaxieaugen extrem leicht auf Level 8 kommen und ihr wisst ja, Level 8 ist extrem assi. Diese Photonendrachen, die wir hier drin haben, haben 3.000, 4.000 Angriff immer und sind dann teilweise nicht mehr richtig zerstörbar, annullieren Effekte und was weiß ich was. Das ist richtig assi. Dann haben wir noch Fleischwolf, Heliopolis, Felgrand, Drachkloren habe ich glaube ich auch hier drin, weil es halt diese Photonendrachen Drachen sind. Da kann man die vielleicht aus der Hand nochmal hinterher beschwören und dann OTK machen oder sowas. All diese Sachen sind hiermit möglich und ich find's eigentlich ganz nice. Zusätzlich haben wir hier noch eine Level 5er Engine drin im Deck. Damit können wir Level 5er Spezialbeschwören, das sind insgesamt 4 Monster. Und diese könnten dann eventuell zu einem Volkasaurier werden, zu einem Plejaden oder zu einer Hai-Festung oder wie die Karte auch immer heißt. Und diese können natürlich auch Duelle gewinnen. Aber ich finde das Deck eigentlich ganz nice. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr da auch noch oben gehen. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal sehen, ob das hier mal geprofiled wird. Bis dann. Ciao.